Das Thema Energie ist ja nur ein Teil des Themas Teuerung, das wir alle jeden Tag oder jede Woche beim Wocheneinkauf auch erleben. Jetzt ist zwar die Teuerungsrate zuletzt wieder ein bisschen abgeschwächt worden, liegt bei 9,1, 9,2%, nicht mehr ganz so stark gestiegen wie in den Wochen und Monaten davor. Dennoch rechnen alle Experten damit, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange auch sind, dass es bis nächstes Jahr noch mal deutlich steigern wird. Alle Maßnahmen, die man jetzt von Seiten der Regierung bislang gehört hat, das sind im Prinzip diese Bonuszahlungen, das sind Ausschüttungen von verschiedenen Beträgen, Familienbonus, Energieausgleich und so weiter. Wie lange kann man denn das durchhalten mit so Einmalzahlungen oder mit eben so diesen Überweisungen sozusagen dem entgegenzuwirken? Und was bedeutet das jetzt, um es konkret auch auf Vorwerk wieder zu machen, auch für die Arbeit im Landtag? Welche Hausaufgaben hat denn der Landtag im Herbst jetzt auch, um hier geeignete Maßnahmen zu finden, die vielleicht über dieses Gießkannensystem, wir zahlen einfach ein bisschen Geld aus, das dann auf der anderen Seite innerhalb von ein paar Wochen wieder verpufft, hinausgeht? Also diese Einmalzahlungen sehen wir sehr kritisch. Wir sehen sie darum sehr kritisch, weil es eben nach dem Gießkannenprinzip funktioniert und alle gleich viel bekommen. Jetzt habe ich mich auch gefreut, als ich die Familienbeihilfe, die erhöhte, auf dem Konto hatte. Aber ehrlich gesagt brauchen es andere dringender. Und ich konnte mich jetzt entscheiden und sagen, ich gebe das 1:1 weiter an Menschen, die es vielleicht dringender brauchen würden. Aber ich glaube, es ist der falsche Zugang. Der richtige Zugang wäre, für eine massive steuerliche Entlastung zu sorgen, die Abschaffung der kalten Progression schon per Anfang des Jahres, weil wer profitiert im Moment am meisten? Das ist der Finanzminister und das kann es nicht sein. Die Einmalzahlungen helfen auch den Familien nicht und das ist das Feedback, das wir aus dem Familienverband beispielsweise bekommen und von alleinerziehenden Eltern, die sagen, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, jetzt helfen mir vielleicht der Teuerungsabgleich und der Klimabonus, diese 500 Euro oder für mich und mein Kind 750 Euro. Das ist schön, das einmalig auf dem Konto zu haben, aber das hilft mir über lange Frist nicht. Der Familienverband und diese Umfragen, die es da gibt, die setzen ganz anders an, oder? Die sagen, es braucht an erster Stelle, das hat mich überrascht, eine leistbare, flexible, ganztägige Kinderbetreuung, dass die Menschen wieder arbeiten gehen können. Und es braucht dann aus meiner Sicht in weiterer Folge, dass den Menschen von dem, was sie sich erarbeiten, auch mehr Netto vom Brutto. Und da wird es bei den Lohnrunden jetzt spannend, weil ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land sind schon bereit, deutliche Lohnerhöhungen zu geben. Aber das allein wird nicht reichen. Also es muss der Staat auch mit Senkung der Lohnnebenkosten mitreagieren. Und dann muss man zusätzlich, und das sage ich ganz bewusst, zusätzlich deutlich noch einmal auf die schauen, die niedrige Einkommen haben, die niedrige Pensionen haben und da zusätzlich fördern, aber eben nicht mit der Gießkanne.